wissen Sie, ich freue mich so wahnsinnig, weil mein Sohn, der wird im Juli 5, ja, und er ist sehr musikinteressiert, ja, und wir gehen jetzt schon so die Kinderkonzerte. Ich freue mich, wenn wir heute schon dann so die Erwachsenenkonzerte miteinander gehen können. Er hört ja mit großer Vorliebe seine Kinderlieder, Aufi und Obi, eh die klassischen, also kein Blödsinn. Aber ich sage Ihnen ehrlich, ich bin trotzdem nicht ganz 100% damit einverstanden. Nein, bin ich nicht, weil dieser Sprung von diesen Kinderliedern zu Justin Bieber und Miley Cyrus, das ist kein großer nicht und das will ich nicht. Nein, ich will ihn dazu erziehen, dass er gute Rock- und Popmusik hört. Man hat eine Verantwortung als Vater. Er muss nicht das hören, was alle hören im Kindergarten. Ja? In der Schmetterlingsgruppe. Er kann da ruhig einmal gegen den Strom schwimmen. Und jetzt habe ich ihm gekauft eine Platte, eine Vinylplatte, ja, wo von mir wirklich geschätzte Künstler Kinderlieder in ihrem Stil interpretieren. Und das hören wir jetzt auf Dauerschleife und das taugt ihm Gott sei Dank total. Und da ist drauf auf der Platte Herbert Grönemeyer, den ich unfassbar schätze, tolles neues Album, mit einer, wie ich finde, extrem coolen Version von Backe, Backe, Kuchen. Das Firmament hat geöffnet, ich zähl von 1 bis 7. Wo ist denn bloß der Kuchen geblieben? Zähl mir die Stube, oh, zähl ich nur bis 4. Und dann plötzlich ist er schon wieder hier. Und ich sage, backe, backe, Kuchen. Der Bäcker hat gerufen, wer will guten Kuchen backen? Der muss Hans im Socken, der braucht noch Ei und Schmalz, braucht noch Butter und Salz. Und er braucht Milch und Mehl. Safran, mach den Kuchen gehen. Schieb ihn rein, in den Ofen rein. Oh, mach ihn auf, schieb ihn rein. Glück auf! Vielen Dank, Dankeschön.